So, ihr Lieben, ich habe mich sehr gefreut, dass so viele mir geschrieben haben, dass sie den Stundenplan aus der Lebensschule Gottes haben wollten. Und du kannst das weiterhin tun. Ich schicke ihn dir gerne digital zu. Und dann kannst du ihn dir in deine Bibel legen oder auf deinem Rechner lassen oder wo auch immer hin oder in der Küche oder im Bad aufhängen. Und diese einzelnen Unterrichtsstunden sollen dich daran erinnern, was Gott dir alles beibringen möchte. Und bevor wir auf diese einzelnen Stunden kommen, möchte ich noch gern zwei Fragen beantworten. Muss das eigentlich sein, könnte sich der eine oder andere fragen. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr in der Schule bin und ich habe das jetzt auch schon seit 80 Jahren hinter mich gelassen. Muss das sein, dass ich in meinem Alter noch in die Schule gehe? Warum überhaupt? Und die andere Frage wird sein, wie kann man in der Schule Gottes lernen? Wie bringt Gott mir verschiedene Unterrichtsfächer bei? Wie macht er das? Du erinnerst dich vielleicht an deine alte Schule, wie der Lehrer das damals gemacht hat, noch mit ganz viel Frontalunterricht. Wie macht Gott das eigentlich? Aber zunächst mal, diese Frage, ist das wirklich wichtig? Und ich sage ein ganz klares Ja. Weißt du, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Er hätte das doch auch einfach so machen können, wenn ein Mensch sich für Gott interessiert und dann für Gott entscheidet und sein Leben in Gottes Hände legt, also Christ wird, sich bekehrt oder wie immer man das nennt, dann hätte er jeden Einzelnen sofort in den Himmel holen können. Da wäre vieles leichter gewesen und dann wäre man sofort bei Gott und muss nicht mehr viel lernen. Aber er lässt uns ja hier auf Erden. Unter anderem mit einer Absicht, dass wir durch unser Leben etwas zeigen, was sich geändert hat in unserem Leben. Denn es muss einen Unterschied geben zwischen meinem früheren Leben, als ich selbstbestimmt war und als ich von allem Möglichen hin und her getrieben wurde, egal wie gut und schlecht ich mich fand, und der neuen Lebenssituation, dass jetzt Gott in mir lebt, dass der Heilige Geist in mir lebt. Da muss ein Unterschied kommen. Aber das passiert nicht automatisch. Das muss ich wirklich lernen, Stück für Stück. Und manches fällt mir vielleicht leicht und manches fällt mir schwer. Und dann bin ich in der Lebensschule Gottes drin, wie ich über andere Menschen denke, wie ich aus einem Narzissmus oder einem Egoismus rauskomme und mich anderen Menschen mitteile oder für andere Menschen da bin. Es gibt so viele Dinge und die lernen wir nicht automatisch nur, weil wir jetzt Christen sind und uns Christen nennen. Also einer der Gründe, warum wir in der Lebensschule Gottes weiterkommen sollen, ist, dass Gott ein Ziel hat. Er möchte durch dein Leben zeigen, hey, da ist ein anderer Herr im Leben. Das ist ein Unterschied, weil Gott in dir lebt, weil Jesus in dir lebt, weil der Heilige Geist in dir lebt. Und da muss es einen Unterschied geben. Und den Unterschied sieht man nicht in der Haartracht oder in der Kleidung. Das ist alles Panne. Sondern man soll ihn von unserer Gesinnung her, von unseren Worten, wie wir miteinander umgehen. Und deshalb ist es wichtig, auch einiges zu lernen. Und nochmal, manches wirst du richtig hart lernen müssen. Und Gott wird dich immer und immer wieder in Situationen hineinschicken. Aber es ist sein Ziel. Das große Vorhaben, was er mit dir hat, ist, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Also sein Ziel ist nicht, dass du deinem Pastor immer ähnlicher wirst. Das kannst du in 2 Wochen längst geschafft haben. Aber Jesus ähnlicher zu werden, das ist schon etwas, wo du länger dran zu knacken hast. Aber das ist das große Ziel. Und deshalb hat Gott ist ja der Gründer der Schule. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Vorteil. Jesus ist der Direktor der Schule. Und der, der uns das alles lehrt und der Paidagogos, also der Pädagoge, der diesen Unterrichtsplan umsetzt, das ist der Heilige Geist. Und die drei arbeiten zusammen mit dem einen Ziel, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Und wenn das so passiert, wenn du anfängst zu denken wie Jesus, wenn du anfängst, deinen Ehepartner aus dem Blickwinkel Jesus zu sehen, wenn du anfängst, deinen Chef oder deinen Nachbarn oder wen auch immer, wenn du lernst, sie aus Gottes Blickwinkel, aus Jesu Blickwinkel zu sehen, dann wird es in deinem Denken verändert. Und das wird dann auch in dein Herz hineinfließen, in deine Entscheidung und letztlich in deine Worte, in deine Handlung. Veränderte Menschen verändern Menschen. Das ist eine Grundlage. Wenn Leute in deinem Leben nichts sehen an Veränderung, dann kannst du 1000-mal erzählen, ich bin Christ und ich glaube alles. Sie sehen keine, sie wollen Veränderung sehen. Das macht sie neugierig. Also,
Der eine Grund, warum Lebensschule Gottes wichtig ist für dein Leben und warum ich dir diese Fächer ein bisschen nahe bringen will, die so jeden Tag zu lernen sind, ist, dass Gott ein Ziel mit dir hat. Es gibt diesen tollen Satz, Gott nimmt uns so an, wie er uns findet. Du kannst mit aller Zerbrochenheit, mit allem schrägen Dasein, mit allen Desastern und mit allen Fehlern zu ihm kommen. Du musst dich nicht erst bessern, damit er überhaupt ein Ohr für dich hat. Du darfst kommen, wie du bist. Aber er lässt dich nicht so, wie er dich gefunden hat. Der Heilige Geist kommt in dich hinein. Jesus wohnt in dir. Der Vater selbst nimmt Wohnung in dir. Und dann beginnen sie, dich zu ändern. Und dann heißt es, willkommen in der täglichen Lebensschule Gottes. Und am Freitag möchte ich dir noch erklären, wie Gott dir die Dinge beibringt, wie er deinen Alltag benutzt, auf welche Art und Weise er uns die unterschiedlichen Fächer beibringt. Und dann nächste Woche werden wir dann in die einzelnen Fächer der Lebensschule einsteigen. Soweit eine Antwort auf Fragen, die du vielleicht gar nicht gestellt hast, aber vielleicht habe ich dir auf jeden Fall schon mal eine Antwort jetzt gegeben. Und nächsten Freitag kommt die nächste Antwort. Gott segne dich für den heutigen, was haben wir eigentlich, Mittwoch. Wünsche dir Gottes Segen und ich freue mich, wenn du Freitag wieder mit dabei bist.